Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wie ich euch neulich schon mal angekündigt hatte, beziehungsweise in Aussicht gestellt hatte, habe ich heute das große, große Vergnügen, euch zusammen mit Claudia Vermesserkontor noch drei ganz, ganz besondere Modelle von Roland Laniers Wiseau Series, beziehungsweise in dem Fall Just a Little Series zu präsentieren. Ja, mein Aufbau heute ist mal ganz anders, als ihr das von mir gewohnt seid. Wir haben hier Flint and Steel als ja, ganz archaische Werkzeuge der Menschheit. Dazu eine antike Karte, hier in dem Fall als mein Taschentuch. Einfach weil das Messer halt auch eines dieser archaischen Werkzeuge ist, das die Menschheit immer schon vorangebracht hat. Und das hat Roland ja mehr oder weniger ein Stück weit neu interpretiert oder vielleicht sogar revolutioniert durch seine Herangehensweise. Aber dazu halt in dem anderen Video beziehungsweise in unserem Blog mehr. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung. Jetzt nur ganz kurz zu diesen drei ganz besonderen Modellen. Ja, geliefert wie alle anderen natürlich im Bambus. Ganz kurz können wir hier schon. Das ist das Nummer 76, haben wir hier nähere Angaben schon. Vinyl Records and Bamboo. Also hier haben wir auf jeden Fall, das könnt ihr schon sehen, ein Rock'n'Roll und zwar das Modell Electric Purple. Ja, ist eines der ganz besonderen und auch ganz seltenen Modelle des Wiseau Series, beziehungsweise in dem Fall Just a Little Series, wieder das übliche Seidentäschlein. Pride of Scotland. Bestickt mit Rolands Maker's Mark. Muss ich sagen, bin ich jedes Mal wieder echt begeistert von den Details. Ja, und das ist echt ein Hammerteil. Also eine Schallplatte in Lagen zu pressen, das Label ist noch sichtbar und daraus einen Messergriff zu machen, das ist einfach so eine geile Idee. Zum Rot haben wir hier einen Bambus-Backspacer, wie wir das von den Korean-Modellen schon kennen. Verarbeitung spot on, alles ganz wunderbar. Die polierten Liner, der Klingenstand, alles perfekt. Der Abschluss hinten, Klingenwurzel mit dem Griff. Fantastisch, fantastisch. Klingengang ist einfach Sahne, verriegelt, ganz, ganz sanft, ganz, ganz leicht, sehr früh, wie ihr sehen könnt, trotzdem bombensicher, leicht zu entriegeln. Wunderschönes, wunderschönes Modell, das Electric Purple. Das müsstet ihr erstmal im Sonnenlicht erleben, das wirkt noch mal besser. Ja, nächste Röhre, auf gleiche Art und Weise verschlossen. Hier weiß ich schon, an wen dieses Modell gehen wird. Und ich freue mich für denjenigen irrsinnig. Vinyl und, na, Vinyl Records and Guitar. Ja, was hat es denn damit auf sich? Jetzt kommt wirklich, 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 und ich weiß, das sage ich fast jedes Mal, ein absolutes Highlight. Gleiches Seidentäschchen. Hohoho. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere die Nummer 95, das Electric Blue Backspacer. Aus dem Gitarrenhals. Das heißt, Holz mit den Edelstahlstiften. Einfach nur eine Bombe. Na, Fokus. Das Ding ist wirklich der absolute Wahnsinn. Blaue Schallplatte, schwarzes Griffbrett,
Just a Little Series Electric Blue aus der Rock'n'Roll-Serie. Fokus, lieber Fokus, Dankeschön. Ja, und die Nummer 3 im Bunde. Auch da haben wir unter der Schachtel schon einen kleinen Hinweis auf das, was uns erwartet. Ja, denkt euch einfach ein irres Lachen. Das ist dann halt so dieses kleine Detail, das die Sache rund macht. Ich fürchte aber ganz einfach, die Farben werden jetzt hier unter Kunstlicht nicht so gut zu erkennen sein, wie das draußen bei Tageslicht ist, denn es ist wirklich alles in allem sehr dunkel. Das ist das Sondermodell Joker. Ja, und hier haben wir einen Taten, der grüne und ganz dunkelviolette Einschlüsse hat, beziehungsweise Farbgebung hat. Es ist, wie ich es befürchtet habe, hier kaum zu erkennen. Glaubt mir, dass das Dunkellila ist wirklich dabei. Ja, die Streifen, man kann sie ganz, ganz leicht erkennen. Einfach als Anspielung auf die Kostümierung und die Farbgebung des Jokers in den Comics und dann in Just a Little Series aus der Why So Serious Reihe in den Farben im Tartan des Joker mit einem weißen Corian Backspacer. Ebenso perfekt und wunderschön verarbeitet wie die anderen. Ja, und was soll ich sagen? Das ist einfach so eine geile Idee. Das musste ich ganz einfach haben. Also der Joker, das ist meins. Ja, das Blaue ist vergeben. Ich weiß, wo es hingeht. Und wie ich schon sagte, das freut mich ganz besonders. Und das Electric Purple ist, wenn ich recht informiert bin, noch zu haben. Falls also jemand Interesse hat an einer streng limitierten Sonderauflage und an einem absoluten Einzelstück. Denn anders als bei dem weißen Corian sind gerade die Vinyl-Versionen, die Rock'n'Roll-Versionen absolute Einzelstücke und jedes so individuell, wie es nur irgendwie sein kann. Dann meldet euch bitte umgehend bei der Claudia. Den Link werde ich natürlich unten in die Beschreibung packen. Die anderen zwei sind leider schon vergeben. Da hilft auch kein Betteln und kein Bitten. Also das ist eins, von dem werde ich mich mit Sicherheit nicht trennen. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch diese drei ganz besonderen Modelle noch zeigen konnte. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und sage, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.